Review-Zeit, ihr Power Rangers-Fans da draußen. Es ist Zeit für eine weitere Ninja Steel Action-Figuren-Review. Heute habe ich für euch den Ninja Master Mode Yellow Ranger am Start. Ja, der erste gelbe Ranger in meiner Sammlung von den guten Ninja Steel. Und ich bin mal sehr gespannt, wie er euch gefällt. Es ist nicht die reguläre Version, wie ich es euch schon gesagt habe. Es ist der Ninja Master Mode. Das heißt, diese Variation hier hat schon eine aufwendigere Rüstung und sieht natürlich um einiges cooler aus. Den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und wie immer kommt dieser Power Ranger auch in der Standard Power Rangers Ninja Steel Verpackung daher mit dem roten Ranger oben drauf. Da könnt ihr ihn schon sehen in dieser schicken kleinen Bubble, ne, mit seiner fetten Rüstung. Das sieht sehr nice aus. Dann seht ihr hier nochmal Ninja Master Mode Yellow Ranger. Dann hier nach wie vor die Andeutung Pilot the Megazord. Wir kennen das ja schon. Das Ganze wie immer vom Bandai Abfedern aufwärts. Wir gucken mal kurz auf die Rückseite, was es da Feines gibt. Denn da sehen wir schon ein schönes Bild des gelben Rangers in voller Ausrüstung mit seinem Schwert, was auch wirklich sehr, sehr nice aussieht, was in der Serie wie eine Art Motorsäge schon fast fungiert. Das gefällt mir. Und hier unten sehen wir jetzt die ganzen Ninja Master Mode Rangers hier am Start. Na, ihr habt den roten, den pinken, den blauen, den weißen und den gelben sowie den nochmal pinken? Ich bin gerade verwirrt. Ach nee, der pinke hier ist ein ganz normaler. Genauso wie hier der weiße. Ne? Also die ganzen Ninja Master Mode Figuren sind am Start. Die normalen sind hier dabei. Und dann natürlich noch die ganzen Bösewichte. Inklusive halt hier Kato Clock, ne, von einer der letzten Reviews und Stone Dozer. Auf jeden Fall wieder sehr, sehr nice. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich dieser coole gelbe Ranger macht. Lasst ihn uns auspacken und lasst mal gucken, wie der Ninja Master Mode an dieser Figur aussieht. Ausgepackt und in Pose gebracht sieht der gelbe Ranger schon mal sehr, sehr genial aus. Ich mag vor allem diese krasse Rüstung, die er anhat und natürlich auch sein Schwert. Aber bevor wir zur Figur kommen, lasst uns mal eben kurz noch den gelben Ranger kurz abklären. Wer ist überhaupt der gelbe Ranger, da wir ihn so von den Ninja Steel hier noch nicht in einer Review hatten? Sein richtiger Name ist Calvin Maxwell und ist halt der gelbe Ranger. Er ist ein kleiner Technikfreak, er baut gerne Sachen zusammen und ist eigentlich in der Serie ganz cool. Ich glaube, das erste Mal, als wir ihn gesehen haben, war er gerade dabei, seinen Truck zu reparieren und dann hat er halt die gute Sarah gesehen. Das ist, glaube ich, der Pink Ranger gewesen, die gerade ihr Hoverboard benutzt hat und dann wollte er da hinterher und wollte gucken, was da überhaupt los ist. Finde ich eigentlich ganz geil. Außerdem ist er mit dem weißen Ranger zusammen. Der weiße Ranger ist hier auch eine Frau und zwar mit der guten Haley und zusammen mit den Rangers kämpft er halt gegen das Böse und gegen die Mutanten von Galvanax. Wirklich sehr, sehr interessant. Ja, lasst uns die Figur mal genauer angucken, denn im Gegensatz zu den normalen Ninja-Stil-Rüstungen ist das hier natürlich jetzt alles ein bisschen mehr, schon abgegradet und das sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Ich mag vor allem den Ranger-Helm hier vom gelben Ranger. Natürlich auch wieder so eine Andeutung wie so ein Wurfstern, ne? Das Ganze dann in Silber und Schwarz gehalten. Und ihr könnt auch vorne drauf schon wieder dieses Shuriken-Zeichen sehen, was jetzt hier natürlich in einer richtig coolen Rüstung in Silber eingelegt ist, was mir sehr gut gefällt. Und dann könnt ihr erkennen, dass er hier noch halt coole Schulterklappen hat, Ninja-mäßige Schulterklappen und das Ganze dann hier auch nochmal alles so ein bisschen verstärkt. Auf jeden Fall sieht das schon sehr, sehr gut aus. Also er ist hier schon wirklich sehr nice gepanzert. Ansonsten ist die Figur leider aber in normalen Gelb gehalten, aber ich denke, das ist gar nicht so schlimm, weil ich finde, die Rüstung macht einiges her. Sprich in Gelb und in Silber, mehr ist an der Figur dann nicht großartig farblich, bis auf den Gürtel, den wir hier natürlich sehen, wie wir es auch schon bei den anderen Rangers haben. Der hier, ja, mal gucken, was Bandai so gemacht hat. Ja gut, es geht ungefähr bis hier mit dem Gold. Das Gold haben sie durchgezogen. Da hätten sie auch die Rüstung, was ihr hier seht, auf der Rückseite vielleicht noch ein bisschen bemalen können, denn da fehlt leider komplett die Farbe. Aber dafür habt ihr das Ganze halt vorne und da sieht das schon echt nice aus. Vor allem der Silberton. Ansonsten restliche Rüstung. Hier an den Armen ist natürlich wieder schwarz. Dann ist das Ganze hier wieder mit so ein bisschen Struktur versehen, so wie wir es auch bei dem roten und dem goldenen Ranger gesehen haben. Das gefällt mir ganz gut. Und dann natürlich hier nochmal so ein bisschen Armschützer in Gelb gehalten. Ansonsten sind aber auch hier die Handschuhe leider nur in Schwarz gehalten. Der Rest der Rüstung natürlich dann auch nur in Gelb. Aber ihr könnt auch sehen, dass man hier einigermaßen diese Schärpe erkennen kann, die hier runtergeht. So diese Simulation einer Schärpe, denn auch hier sind noch die weißen Streifen mit am Start. Das gefällt mir schon ganz gut. Und unten halt die Stiefel, ne, in Weiß und dann halt auch in Schwarz gehalten. Das ist schon mal sehr nice und ich mag diesen gelben Ranger. Der sieht wirklich sehr cool aus. Kommen wir zu seiner Waffe. Den Riesenschwert. Da ist das Schwert. Ihr habt es auf der Verpackung gesehen. Da sah es natürlich um einiges bunter und cooler aus. 5 Inch typisch sind die Waffen hier leider nur einfarbig gehalten. Sprich in der Plastikfarbe, aus der sie gegossen sind. An dieser Stelle aber muss ich da immer noch so ein bisschen Bandai verteilen, denn die Details hier dran sind nach wie vor sehr nice. Ihr könnt hier zum Beispiel jetzt diese Razor Blades hier erkennen, ne?
Die sind hier dreifach vorhanden. Da könnt ihr auch die Details gut dran erkennen. Das sieht sehr nice aus. Und dann halt hier, ja, wie so eine Motorsäge hat er tatsächlich hier vorne so eine Art Schutz. Und hier oben ist dieser Hebel. Dieser Hebel, womit ihr dann halt die ja, Rasierklingen hier benutzen kann, ne? Womit er sie anschmeißt und dann halt somit in den Kampf zieht. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. Das Schwert selbst ist sehr flexibel, also macht euch da keine Sorgen an die jüngeren Rangers unter euch. Wenn ihr damit ein bisschen in Action gehen wollt, da kann nichts passieren. Und ich finde, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, ne? Das hat eine schöne Größe, so wie es halt auch in der Serie ist. Und ja, sagt mir schon sehr zu. Und der Ranger kann das auch in der Hand hier, in der rechten Hand, ganz gut halten. Da macht euch mal keine Sorgen. Da kann ihr dann wirklich gut in Action und in Pose gehen. Das sieht schon wirklich sehr, sehr schick aus. Ansonsten, der Ranger selbst, gucken wir mal kurz. Die Beweglichkeit des Power Rangers ist natürlich wieder standardmäßig, wie wir es schon kennen. Der Kopf lässt sich nur 360 Grad drehen, aber hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr seht das, dass der Ranger hier anstößt. Na, ihr könnt ihn zwar drehen, aber dann riskiert ihr das Ganze, wenn ihr es jetzt mit Gewalt rüberdrückt, dass ihr vielleicht die silberne Farbe hier unten am Kinn halt des Rangers an dem Helm abmacht. Das solltet ihr besser nicht machen. Wir können den Helm allerdings sonst nicht irgendwie anders drehen. Ich sehe auch gerade hier auf der Seite, da seht ihr das, da ist noch eigentlich dieses Ninja-Stern-Symbol reingedruckt. Das müsste eigentlich noch in schwarz sein, aber auch hier haben sie da leider ein bisschen mit der Farbe gespart. Die Arme können wir jetzt so weit nach oben packen, weil ihr könnt sehen, dass die ja, Ninja-Mode-Schultern mit nach oben gehen. Die könnt ihr nochmal extra bewegen. Eigentlich können die so weit nach oben. Macht euch da also keine Sorgen. Einzige Behinderung der Rüstung ist jetzt natürlich hier, weil hier trotz alledem noch so eine Art Schulterklappen dran sind, die halt von dem normalen Anzug halt herkommen. Ne? Daher ist das schon völlig okay. Auch mit den Schulterklappen macht euch keine Sorgen. Die könnt ihr ganz leicht raus und rein ploppen lassen hier. Die sind nämlich nur auf normalen Gelenken. Huch! Was war das? Ne? Auf ganz normalen Gelenken drückt ihr hier einfach wieder rein das Ganze und dann passiert da nichts und dann ist alles gut. Ansonsten einfache Ellbogen haben wir hier noch am Start, standardmäßig. Wir können die Arme einmal komplett rotieren, das finde ich sehr nice. Und wir haben natürlich auch nochmal hier diese Beweglichkeit in den Händen. Auch hier natürlich wieder, sei euch gesagt, passt mit den Gelenken auf. Denn das ist nur ein ganz kleiner, feiner Pack. Ich zeige ihn euch mal hier. Der kann ganz schnell mal abbrechen, weil der ist nicht wirklich sehr aus einem sehr ja, starken Material, sondern ein sehr weiches Plastik. Also passt mit den Händen ein bisschen auf, ne? Die könnten euch sehr schnell abbrechen. Ansonsten keine Beweglichkeit mehr großartig hier. Oberkörper ist starr, da könnt ihr nichts machen. Ihr könnt ihn auch nicht in der Hüfte drehen. Das geht leider nicht. Die Beine allerdings kennt ihr ja, der Ninja Split. Er funktioniert und da kann er richtig los mit Action machen. Das ist alles sehr cool. Ne? Also macht euch da keine Sorgen. Ihr könnt die Beine sehr weit nach vorne packen und nach hinten ungefähr so weit. Auch da keine Schwierigkeiten. Einfaches Kniegelenk ist am Start. Und dann natürlich hier noch die Rotation im Stiefel. Ja, mehr ist da nicht zu sehen. Aber ich finde, es sieht cool aus. Es sieht wirklich sehr cool aus. Das ist einer meiner momentanen Favorites aus der 5-Inch Mega-Stil Ninja-Stil-Line, weil ich mag diese Rüstung, die sind wirklich sehr cool. Und wenn ihr euch da vielleicht alle zulegen wollt oder wenn ihr die Möglichkeiten habt, da ranzukommen und dann alle in dieser Ninja, Super-Ninja-Rüstung habt, ich glaube, dann sieht das echt gar nicht schlecht aus. Ich glaube auch, dass jeder Einzelne halt dieses Super-Schwert mit dabei hat. Na, das kann er dann jeweils, wie gesagt, in der Hand halten und dann könnt ihr die halt nebeneinander aufstellen und ich glaube, das sieht gar nicht schlecht aus. Zumindest einen kleinen Vergleich kann ich euch in den nächsten Wochen noch geben, denn ich habe noch den Pinken Ranger auch noch am Start mit der gleichen Rüstung. Auch das sieht gar nicht schlecht aus. Und da könnt ihr dann auch vielleicht das erste Mal sehen, wie die weiblichen Ranger umgesetzt wurden. Und da kann ich euch sagen, wenn ihr den hier mögt, dann werdet ihr auch nicht enttäuscht sein vom Pinken Ranger. Und abschließend noch einen kleinen Größenvergleich mit der Figur aus der letzten Review. Ich glaube, das war die letzte. Kertoklok. Ja, Kertoklok ist hier und greift den gelben Ranger an. Und da seht ihr schon, dass das Größenverhältnis relativ okay ist. Ich glaube, Kertoklok ist in der Serie eigentlich ein Kleinkopf größer. Aber so sieht das Ganze ganz cool aus und dann könnt ihr halt euren gelben Ranger gegen die Bösewichte kämpfen lassen. Ich finde, das sieht wirklich unglaublich cool aus. Ich mag diese Power Rangers Line jetzt schon. Auch wenn hier und da ein Lack of Paint Job, also kaum Bemalung dran ist, finde ich die bisher alle sehr, sehr, sehr gelungen. Tja, und das war es eigentlich auch schon. Mehr kann ich euch zu dem gelben Ranger nicht zeigen, aber ich denke mal, ihr werdet damit sehr zufrieden sein, wenn ihr diese Line generell sammeln möchtet. Schade nach wie vor, dass sie noch nicht in Deutschland erhältlich ist. Ich hoffe, sie kommen noch nach Deutschland, denn ich finde, die sehen wirklich alle bisher sehr, sehr gut aus. Und wer die vorangegangenen Reihen gesammelt hat aus Dino Charge oder Mega Force, der wird auch hier
natürlich seine Freude dran haben, denn das ist halt die typische Bandai-Qualität der Power Rangers, die, denke ich mal, den meisten von uns doch sehr gefallen wird. Ja, das war's fürs Video, Leute. Bevor ich mich weiter verspreche, hoffe ich, dass euch der gelbe Ranger gefallen hat. Wie immer, unten in die Kommentare rein, schreibt mir eure Meinung zu dem Yellow Ranger. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Video wieder. Also, macht's gut, bis denne dann und natürlich, go, go, Power Rangers!